So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist mal wieder soweit. Wir wollen wieder den neuen Forschungsdurchbruch abholen, schauen, was da drin ist. Es kann ja eine legendäre Raubkatze sein oder ein legendärer Vogel. Und natürlich hoffen, dass wir einen Sinnostein bekommen, damit wir auch gleich die nächste Gen 4 Entwicklung durchziehen. Was nehmen wir denn mal ab? 1, 2, 3, holen wir ab. Wir nehmen mal die goldene Mitte. Schauen mal, 20. Dezember, jetzt wisst ihr ja, wann ich das Video aufgenommen habe. Hm, ein Porygon, das tüten wir jetzt erstmal ein. Oh, ja, komm zurück. Hey, daneben, sehr schön. Ein Moment, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber dann sind wir natürlich gleich fertig. Und dann geht es mit den krassen Sachen weiter. Ein Porygon. Ja, habe ich ja schon einen 100er, ne? Das könnte ich dann auch irgendwann mal entwickeln. Kannst mir einen aufnehmen, KP 15. Ja, das schmeißen wir trotzdem mal weg. Es gibt ja jetzt doppelte Bonbons. Ihr seht, haben wir gleich zwei Stück bekommen. Und wir holen mal den Feldforschungsdurchbruch ab. 2000 Staub, ein Sinostein. Hey! Aber wäre nicht schlimm, dann hätten wir jetzt keinen bekommen. Hätte ich immer noch den vom PvP nehmen können. Ich habe nämlich wieder mal einen bekommen. Auch wenn ich sagen muss, dass sie trotzdem recht selten sind. Und ein Raikou, auch sehr schön. Das werden wir mal mit der gelben Beere nehmen. Und weil wir lustig drauf sind, nehmen wir nur den roten Ball und probieren jetzt einfach 100 Versuche. Boah, das hängt komplett, das ganze Display. Manche haben ja schon auf Facebook gefragt und geschrieben, wie schafft man es denn, die Legendären aus der Feldforschung zu fangen. Sie haben jetzt schon 30 Bälle drauf, es bleibt einfach nicht drin. Ach, scheiß mal auf den Fangtrick. Wir werfen einfach fabelhaft und hoffen, dass es irgendwann drin bleibt, so nach 100 Versuchen. Verfütter mal jetzt einfach 20 Bären, scheißegal. Ja, da kannst du wehren und machen, was du willst. Und ich glaube, das liegt wieder mal auf der Aufnahme, dass das an der Aufnahme, dass das alles ein bisschen laggt. Fliehen kann das ja eh nicht. Das wissen auch die wenigen, obwohl eigentlich die meisten wissen es, aber es gibt wenige, die wissen das nicht, dass das nicht fliehen kann. Deswegen habt ihr da eigentlich alle Zeit der Welt. Könnt ruhig zusehen, wie es da 500 Mal ausbricht. Na? Boah. Ich sag's doch, das ruckelt so dermaßen. Gut, das war zu weit. Da war ich jetzt selber schuld. Das muss man sich dann auch mal eingestehen. Und es kommt wieder raus. Aber wir haben ja Zeit. Wir müssen das Video nämlich auf 10 Minuten strecken, damit ich auch ganz viel Werbung draufschalten kann. Was totaler Schwachsinn ist, weil ich glaube, ich eh keine Werbung draufgeschalten habe. Und es natürlich im Endeffekt auch nicht 10 Minuten geht. Aber wir schauen mal, wie oft wir noch werfen müssen, bis es am Ende drinnen bleibt. Vielleicht hätte ich doch den Fangtrick nehmen sollen, damit wir mal hinten schauen können, wie oft ich hintereinander einfach fabelhaft treffe. Ach Bruder, du bist so gelb wie die Beere. Boom! Und da schnippt er voll raus. Erst hängt er unten und zieht nicht mit und dann schnippt er mit einem Schlag übelst weg. Also richtig behindert. So, wieder daneben. Ja, das ist die Aufregung. Ich kann dir nicht behaupten, mein kleiner Bruder hat geworfen. Das wäre ja richtig gay. Hab nämlich keinen. Also tue ich mir die Schuld lieber selber zuschreiben. Boah, und das ruckelt so extrem übertrieben. Junge! So! Und wer wusste wie. Einfach von hinten vorgezerrt den Lümmel und dann geht das auch. Ach. Ja, schön. Wir sind am Zack. Gut, wenn wir den Kreis jetzt einmal so haben, können wir naja so lassen. Und trotzdem jetzt mal mit dem Fangtrick arbeiten. Kreis muss ich nicht einstellen. Der ist ja schon drin. Komm, da holen wir mal die Künste raus. Wenn es angreift, da greift es an und zack, einfach fabelhaft, wunderbar. Viele fragen ja immer noch, wie machst du das oder wie geht das, wenn wir beim Raid sind. Die kommen dann immer alle an und sagen, ja Ramses, kannst du vielleicht mal für mich fangen? Du bist so gut darin, aber das ist eigentlich ein Kinderspiel. Ihr müsst doch nur einmal den Kreis einstellen, wie ihr seht, ungefähr auf dieser Größe. Bei Raikou jetzt, bei anderen ist das natürlich auch wieder anders. Wenn er einmal eingestellt ist und ihr nur dreht, wenn er angreift, verstellt er sich auch nicht mehr. Also jetzt drehen, zack. Einfach eine kleine Bewegung nach links oben rausziehen. Immer mit dem gleichen Schwung ungefähr. Und dann passt das auch. Dann habt ihr eigentlich kein Problem mit irgendwelchen Aufgaben.
einfach fabelhaft zu treffen. Hey, der wollte gar nicht angreifen. Der schreit mich einfach nur an. Da können ja 4, 5, 6, 10 Mal, 100 Mal hintereinander einfach fabelhaft treffen. Oh, jetzt ist er auch noch drin. Jetzt ist doch nicht 10 Minuten gestreckt. Bei 5 Minuten bin ich gerade hier oben. 12 Bonbons mitgenommen. Sehr schön. Wir bewerten mal kurz durch. Ist wirklich stark. Also zweiter Satz. Und wir haben was vorbereitet für die nächste Gen 4 Entwicklung. Was mir nämlich auch noch fehlt, ist ein Kramchef. Ihr seht drei Shinies, 200er. Wir nehmen mal das hier, das ist das höchste. Geben da auch noch zwei Power-Ups drauf, dass das Level 40 hat. Da fehlen nämlich noch zwei. Habe ich extra so vorbereitet, damit ihr hier noch ein kleines Push-Video habt. Nee, damit wir auf die 10 Minuten kommen natürlich. Spaß. Und jetzt entwickeln wir das natürlich mit dem Sinostein. Wieder ein neuer Eintrag. Mein Akku ist auch gleich leer, dabei muss ich gleich noch los zum Raid. Das nächste Heer dran abstauben. Viele hätten jetzt wahrscheinlich das Shiny entwickelt und hätten das gar nicht hochgezogen. Neuer Pokédex-Eintrag. Sieht ja richtig lustig aus, auf jeden Fall. 2700. Ich muss aber ein Stück lauter. Gut, das lassen wir jetzt so. Gefangen in Römhild am 8.9.2017. Das war es aber jetzt von meiner Seite. Ein 100% Kramchef auf Level 40, 2711. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Gen 4 Entwicklung oder beim nächsten Feldforschungsdurchbruch. Mal schauen. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.